ein recht stabiles Boot, wenn man Vertrauen in sein Schwimmvermögen hat. Ich verstehe, wieso Rory diesen Ort mag. Dieser Anblick beruhigt selbst die aufgewühlteste Seele. Offenbar ist niemand übrig, der um die Toten trauert oder ihre Gräber versorgt. Das habe ich schon mal gesehen. Auf dem Gemälde. Das ist das Grab, das ich in dem Wachtraum, wenn man es so nennen kann, gesehen habe. Das Grab, in dem mein Vater als Junge etwas vergraben hat. Wer liegt hier begraben? Wenn ich nur... Ah, diese Ranken sind zu dicht. Ich brauche etwas, um sie abzuschneiden. Einem Vorhängeschloss verschlossen. Andrew wird den Schlüssel haben, aber ich will nicht bis zu seiner Rückkehr warten. Rorys Werkzeuge. Hammer, Handsäge, Bolzenschneider. Alles etwas rostig, aber in gutem Zustand. Rorys Werkzeug. Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel für die Kapelle, oder? Hab seit Jahren keinen Fuß da reingesetzt und hab auch nicht vor, das zu tun. Das heißt dann wohl nein. Der Friedhof. Ist das ein Familiengrab? Ei, egal wie mächtig. Am Ende landen alle Gordons dort. Aufmunternder Gedanke. Eine Schande, dass uns die Mittel fehlen, uns ordentlich um die Gräber zu kümmern. Wozu der Aufwand? Sind doch bloß Knochen und Nahrung für die Würmer. Dürfte ich mir Ihren Bolzenschneider leihen? Vielleicht, wenn ich weiß, wozu du ihn brauchst. Die Gräber. Ich würde sie gern säubern, um ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen. Ist das wahr? Wieso das denn? Es ist meine Familie. Sie verdienen es, nicht vergessen zu werden. Na gut, Jungchen. Nimm ihn ruhig selbst, ja?
besser. Cecilia Shaw, geborene Gordon. Tante Cecilia. Wollen wir doch mal sehen, ob hier wirklich etwas vergraben ist. Noch ein Teil des Schlossmodells. Blut. Aber wessen? Wie hätte ich wissen können, dass hier etwas vergraben ist? Ich kann mich nicht erinnern, dass Vater mir je etwas über dieses Grab erzählt hätte. Vater muss dieses Modellteil der Kapelle als Kind aus gutem Grund hier vergraben haben. Aber wieso? Und wessen Blut ist daran? Vater, ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden. Warst du krank, wie alle sagen, oder Opfer dieses Fluchs der Gordons? Was es auch sein mag, ich fürchte, du hast es mitunter an mich vererbt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Nicht der sicherste Ort zum Beten. Dies ist die Chronik der Familie Gordon, niedergeschrieben von Sir Drummond Gordon im Jahre unseres Herrn 1413. Örtliche Legenden erzählen, dass dieses besondere Tal seit jeher besiedelt ist. Geheimnisvolle, kunstvoll gemeißelte Steine der Pikten sind ein zeitloser Beweis dafür. Die Einheimischen scheinen stolz auf den Rat zu sein, den sie Besuchern gern mit auf den Weg geben. Reisender, hüte dich! Die Keltenvölker kamen an diesen Ort wie eine mächtige Bestie und brachten die Blutlinien mit sich, aus denen schließlich der Gordon-Clan hervorgehen sollte. Mit ihrer überlegenen Zahl, ihren Kenntnissen und Kriegsmaschinen konnten sie die primitiven Pikten schnell unterwerfen. Mit sich brachten sie auch ihre Religion und ihre Druidenpriester. Die Magie, die diese weisen Männer nutzten, formte dieses Land für immer, sichtbar bis zum heutigen Tag. Es heißt, dass die immerwährende Bürde, die unsere Familie trägt, aus jenen Tagen stammt. Es ist wohl dokumentiert, wie das Römische Reich daran scheiterte, die wilden Schotten zu zähmen, dass sie sogar eine Mauer errichteten, um ihr mächtiges Reich zu schützen. Nur selten wird jedoch die Wahrheit hinter ihrer Niederlage erzählt. Unsere Vorfahren beschworen uralte Mächte, um ihnen zum Sieg zu verhelfen. Mächte, die der schwache menschliche Geist nicht vollends begreifen kann. Diese Hilfe war schrecklich teuer erkauft. Eine bis heute offene Schuld. Ein Preis, den wir zahlen werden, bis der letzte Gordon zu Staub zerfallen ist. Über die Jahrhunderte machten wir Gordons uns das Land untertan. Andere verneigten sich vor uns, und wir bewahrten die Geheimnisse von Scahandu, die Geheimnisse des Black Mirror.
Selbst als Tragödien und Wahnsinn an unseren Grundfesten zehrten, hielten wir Stand und führten das Land durch heimtückische Angriffe der Engländer und noch schlimmere Plagen. Im Laufe der Zeit wurden die Gordons eins mit dem Land. Diese Pergamentrolle wurde herausgerissen. Es scheint nur noch eine Art Familienschwur übrig zu sein. In Blut sind wir gebunden. An das Land, das wir schützen. An die Wahrheiten, die wir allein verbergen. Ich werde mein Leben opfern, um meinen Clan vor Leid zu bewahren. Ich werde meinen Geist opfern, um die Finsternis zu bannen. In Blut sind wir gebunden, bis zum Tage der Abrechnung. Was zum Teufel? Woher kommt diese Kälte? Fühlt sich so der Wahnsinn an? Das kann nicht real sein. Das hier sieht aus wie der Grund eines Sees. Was willst du mir zeigen? Sondern irgendein schweres Objekt, um sich nach unten zu ziehen. Ist eine frische Wunde. Die Gestalt da oben muss Edward sein. Zettel. Ich nehme mein Kind mit mir, um es vor dieser verdorbenen Familie zu retten. Alles in Ordnung?
Haben Sie sie gesehen? Sie ertrank. Ruhig, Sie haben einen Schock. Weshalb sind Sie hier drin rumgeklettert? Wenn ich Ihnen das sagte, Sie würden mich für verrückt halten. Seltsam, genau das hat Ihr Vater zu mir gesagt. Was? Wer sind Sie? Mein Name ist Dr. Lia Faber. Ich habe Ihren Vater in der Anstalt behandelt. Die Anstalt? Gehen wir zurück ins Schloss und versorgen Sie. Weshalb sind Sie hergekommen? Weil ich nicht weiß, ob die Geschichte Ihres Vaters schon beendet ist und ich mit ein paar Dingen noch meinen Frieden schließen muss. Warum sprachen Sie von einer Anstalt? Wie gesagt, Ihr Vater wurde in eine eingewiesen. Wie das? Wer hat ihm das angetan? Ich. Leider konnte er ausbrechen. Was? Augenblick mal, wie können Sie es wagen, hierher zu kommen und... Ich hab's dir gesagt. Dein Vater war ein Irrer. Ein total durchgedrehter Irrer. Beachtet mich gar nicht. Sprecht weiter. Und? Mit welchem Recht haben Sie meinen Vater in ein Irrenhaus gesteckt? Ich war seine Ärztin. Ich verstehe, dass Sie unter Schock stehen, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so mit mir zu reden. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Er ist tot. Gute Arbeit. Jetzt hören Sie mal... Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Eddie, alles wird gut. Reiß dich zusammen. Ich schlage vor, niemand geht mehr hinunter. Wir sollten den Raum so belassen, bis die Polizei kommt. Ich werde Sie sofort morgen früh verständigen. Was für ein unglücklicher Unfall. Ein Unfall? Das glaubst du? Gleich nachdem der Sohn dieses Irren hier aufgetaucht ist? Du warst es doch, der mit blutigen Händen über ihrer Leiche stand. Wie kannst du nur? Ich kam zu spät. Ich wollte ihr helfen. Sie... Na, mein Junge. Bringen wir dich ins Bett. Angus, würden Sie... Natürlich, Madam. Ich denke, ein bisschen Schlaf wird uns allen guttun. Ich weiß, Sie haben keinen Grund dazu, aber Sie müssen mir vertrauen. Ich stehe hinsichtlich des Todes Ihres Vaters als Einzige auf Ihrer Seite. Lady Margaret ganz sicher nicht. Aber wenn ich Ihnen von der Kapelle erzähle, stecken Sie mich in eine Gummizelle. Wie meinen Vater. Wieso sind Sie hier? Um sicherzugehen, dass mein Vater wirklich unter der Erde liegt? Bei allem Respekt, Mr. Gordon, in diesem Ton können Sie nicht mit mir oder über meine Arbeit reden. Ich habe wirklich versucht, Ihrem Vater zu helfen. Ihr Vater stand bereits unter starken Medikamenten, als man ihn zu mir brachte. Um weitere Gewaltausbrüche zu verhindern, sagte Lady Margaret zumindest. Aber irgendwas kam mir komisch vor. Wie ging es meinem Vater denn, als Sie ihn weggesperrt haben? Ich habe ihn nicht weggesperrt. Ich wollte ihm helfen. Er war überzeugt, dass irgendein alter Fluch auf ihm lag. Dass er vom Bösen verfolgt wurde. Ich wünschte, ich hätte ihn erreicht. Ihm helfen können.
Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Vielleicht lassen Sie sich mit ein bisschen Informationen abspeisen. Vater war von der Familiengeschichte besessen, solange ich mich erinnern kann. Hat Ihr Vater wirklich geglaubt, die Familie sei hinter ihm her? Wer weiß. Aber ich glaube, was ihn wirklich ängstigte, ging über das Weltliche hinaus. Er redete ständig von einer dunklen Macht, die ihn und unsere Familie bedrohte. Brachte er Ihre Mutter und Sie deshalb nach Indien? Um diesem Ort möglichst fern zu sein? Ich glaube schon, ja. Und dennoch sind Sie hier. An eben dem Ort, vor dem er Sie schützen wollte. Wer weiß, vielleicht gibt es hier wirklich irgendetwas. Etwas, das uns zurückzerrt. Egal aus welcher Entfernung. Selbst von der anderen Seite der Welt. Und was glauben Sie? Hatte Ihr Vater recht? Gibt es Dinge jenseits des Physischen? Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Wie eine ertrinkende Frau, die durch die Luft schwebt. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, ich muss erfahren, was das Hausmädchen wusste. Was Lady Margaret und Angus vor mir verbergen wollten. Sie glauben, das führte zu Ihrem Tod? Vielleicht. Was ich in der Kapelle gesehen habe, muss real sein. Sie muss sich unten im See ertränkt haben. Denn wenn ich mir das alles nur einbilde... Puh, weder Vater so der Sohn. Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Alles in Ordnung? Hört auf, rumzualbern! Komm mit mir! Ich komme ja gleich hinein. Geh nicht! Ich will nur noch das ein bisschen... Das war keine Bitte, Mädchen! Keine Sorge. Alles wird gut. Was passiert nur mit mir? David? Ist alles in Ordnung? Beeilen wir uns!